Fokus Kunde. Dominik Nau überzeugt mit Praxistipps zur Adressauswahl und Alpha-Treff-Initiatorin Gabriele vom Feld begrüßt den 2500. Besucher. St. Augustin. Gleich doppelt Anlass zum Applaudieren hatten die Besucher beim Alpha-Treff im Mai. Dominik Nau, Experte für zielgruppendefinierte Adressrecherche und Akquisition vom Direktmarketing-Center der Deutschen Post, referierte anschaulich, wie es Jungunternehmern und Existenzgründern möglich ist, auch mit begrenztem Etat große Kundendatenbanken anzulegen und ihre Märkte zu bearbeiten. Ja, ohne Verkauf geht nichts. Also Sie können das schönste Produkt entwickeln, wenn Sie es nicht verkaufen. Das ist unheimlich wichtig. Gerade in Zeiten der sich schnell verändernden Märkte und auch in Zeiten des hybriden Konsumenten. Also es ist heute nicht mehr so einfach, Produkte zu verkaufen wie früher. Umso wichtiger ist es eben, sich mit dem Verkauf eben auch auseinanderzusetzen. Nicht nur aus Bonn-Rhein-Sieg, sondern auch aus Köln und Düsseldorf waren viele Gäste angereist, um von Tipps aus der Praxis für die Praxis zu profitieren. Grund auch für Jörg Macht, Inhaber der Firma Macht Consulting, eine Stunde Fahrt von Neuss aus zu investieren, um den Alpha-Treff einmal näher kennenzulernen. Ein Vortrag von Gabriele vom Feld beim diesjährigen LGH-Beraterforum in Lünen hatte den Unternehmer neugierig gemacht. Die Besonderheit des heutigen Alpha-Treffs ist ein Thema, was uns schon lange auf den Nägeln brennt: Adressakquise leicht gemacht. Ein wichtiges Thema gerade für ja, nicht nur Gründer, sondern auch für junge Unternehmer. Wie kann ich meine Zielgruppe fokussiert erreichen? Zum anderen haben wir heute den 2500. Besucher bei Alpha. Und das ist ein kleines Jubiläum, über das wir uns alle sehr freuen. Ein Netzwerk dieser Qualität und Größe über Jahre hinweg zu entwickeln, ist eine tolle unternehmerische Leistung, so die Meinung der Gäste. Gerade in Zeiten des Wettbewerbs und einem geradezu inflationären Angebot von Unternehmerzirkeln und Infoveranstaltungen bedarf es schon eines besonderen Engagements, ein Netzwerk nachhaltig erfolgreich und interessant zu gestalten. Ja, ich freue mich natürlich hier zu sein. Ich freue mich natürlich auch, dass hier so eine große Runde und so ein großes Interesse auch herrscht zu dem Thema. Es spricht für sich, dass so viele Menschen hier sind und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, und ich freue mich heute Abend hier zu Gast sein zu dürfen. Mit einer Magnumflasche Champagner bedankte sich Gastgeberin und Alpha-Geschäftsführerin Gabriele vom Feld sowohl beim Referenten des Abends Nau wie auch beim 2500. Besucher. Zusammenkunft ist ein Anfang, Zusammenhalt ein Fortschritt, Zusammenarbeit ein Erfolg, wusste schon Henry Ford, es treffend zu formulieren. Auch für die Zukunft freuen sich zahlreiche Gäste beim Alpha-Treff Networking, inspirierende Ideen austauschen und erfolgversprechende Kontakte knüpfen zu können. Ein Dankeschön an alle Multiplikatoren und Weiterempfehler rundeten den Abend mit Erfrischungen, Canapés und netten Gesprächen ab. Auf Erfolgskurs. Sie sind in einer Phase der beruflichen Neuorientierung und möchten herausfinden, ob eine Existenzgründung ein möglicher Neuanfang für Sie sein könnte? Ob in der Ideen-, Gründungs- oder Festigungsphase? Alpha, das Gründerforum, hilft Ihnen, Ihre Markt- und Unternehmerpotenziale zu analysieren und zu entwickeln. Gemeinsam mit starken Partnern und einem in der Region Köln-Bonn-Rhein-Sieg einzigartigem Coaching-Konzept unterstützen wir Sie dabei, sich am Markt unverwechselbar zu positionieren. Überzeugen Sie sich selbst. Alpha, das Gründerforum.